Hallo und herzlich willkommen. Das ist das erste Video einer wahrscheinlich dreiteiligen Videoserie über Thors Weg nach Asgard. Und um diesen Anlass zu feiern, erhebe ich natürlich mein Glas und trinke auf Thor und Odin. Die erste Frage, wer ist eigentlich Thor? Thor ist der Sohn der Erde und er ist der stärkste aller Männer und Götter. Er ist genannt Schädelspalter und Riesenschlechter. Und so wie wir ihn auch kennen aus den Edda-Geschichten und auch aus den Filmen, ist er eher ein Prahlhans, der auch nicht unbedingt die hellste Leuchte am Himmel ist. Er lässt keine Gelegenheit aus, seine Kräfte zu messen. Er rühmt sich gerne selber. Er ist aufbrausend, leicht aus der Fassung zu bringen. Er ist ehrlich, loyal und ängstlich. Ja, und das würde man von Thor vielleicht nicht denken, aber in der Tat, seine Angst ist eigentlich sein größtes Problem und auch die Ursache dafür, dass er keinen Eintritt in Odins Land hat. Und Thor muss seine Angst überwinden, damit er seine wahre Macht entfalten kann und seiner wahren Bestimmung gerecht werden kann, die nämlich darin liegt, seine Mutter zu beschützen. Ja, das ist nämlich die Aufgabe des Sohnes der Erde, seine Mutter, die Erde, zu beschützen. So wie es die Aufgabe des Geistes, des Verstandes ist, das Herz zu beschützen. So, was ist Thor für ein Gott? Was repräsentiert der? Ja, also der hat einmal einen Hammer, mit der kann er Blitze erzeugen. Mit dem Hammer kann er Blitze erzeugen. Dann hat er einen eisernen Handschuh, den braucht er, um diesen Hammer überhaupt halten zu können. Und dann hat er einen Kraftgürtel. So, und das gibt natürlich schon mal Aufschluss, was Thor so repräsentiert. Ja, also er repräsentiert einmal, er ist ein Gott der Luft, der Elektrizität und der elektromagnetischen Bewegung. Und er symbolisiert die Mentalität und den Geist im Sinne von Verstand des Mannes. Und er repräsentiert auch somit den Äther. Und sein Kraftgürtel symbolisiert den Schutzschild um die Erde. Den nennen wir heute den Van Allen Belt, Van Allen Gürtel. Genau. So, und wovor hat er nun Angst? Er hat Angst davor, sich selber zu verlieren. Und was das genau bedeutet, das werden wir in diesem Video hoffentlich herausfinden. Okay, so. Nächste Frage. Was ist Odins Land? Odins Land ist Asgard, auch genannt die Welt der Götter, auch genannt der Himmel, auch genannt das Paradies, auch genannt Pravi, auch genannt die windstille Insel. Wind symbolisiert Sterblichkeit, Vergänglichkeit. Ja, und da, wo kein Wind herrscht, wo Windstille herrscht, da gibt es dann auch keine Sterblichkeit und keine Vergänglichkeit. Also die windstille Insel ist ein Ort der Unsterblichkeit. Und bei diesen Orten handelt es sich um Frequenzbereiche. Ja, so wie auch die Regenbogenbrücke eine Klangbrücke ist, ja, die bestimmte Frequenzen enthält. Ja, und das ist ja die Brücke, die verbindet Midgard, Mittelerde,
unsere Welt, unsere sichtbare Welt, die Welt der Menschen, Erde oder Yavi, mit Pravi, ja, die Welt, der Welt der Götter, des Gesetzes, der Unsterblichkeit. Und das ist jetzt auch schon die Antwort auf die nächste Frage: Was ist der Weg in Odins Land? Der Weg ist die Regenbogenbrücke. Ja, das ist der goldene Weg, der in Odins Land führt. So, und was ist diese Regenbogenbrücke genau? Ich habe ja schon gesagt, es ist eine Klangbrücke. Und die Regenbogenbrücke hat drei Namen und diese drei Namen verraten, wo die Brücke hinführt und wie man sie überwinden kann. Die drei Namen sind einmal Bifröst, Biflint und Klesey. Bifröst, das ist der vibrierende Ton oder die klirrende Stimme. Klirrend, das ist so ein Geräusch wie Eis auf Eis. Ich habe hier so ein Haar abstehen. Bifröst, Bifer. Bifer heißt vibrieren oder klirren. Und Röst ist die Stimme oder der Ton. Ja, der zweite Name ist Biflint. Das heißt so viel wie zarte Vibrationen. Bifer, ja, wieder vibrieren oder klirren oder auch zittern. Und Lind, ja, Lind, wie die Linde, lindern, ist zart oder weich. So, und dann Klesey oder Klesey, das ist ein weiterer Name für diese windstille Insel, die ich ja eben schon angedeutet habe. Ja, das heißt, der Name oder die Namen selbst verbergen sozusagen das Geheimnis und das Wesen dieser Brücke. So, ne, also wir haben einmal den zarten Ton, die zarte Vibration, die zarte Stimme und dann haben wir die vibrierende, klirrende, kräftige Stimme. Und da haben wir also einmal die männliche Energie und einmal die weibliche Energie. Ja, und die beiden, die männlichen und die weiblichen, ja, diese polaren Energien, diese Schwingungen müssen in perfekter Harmonie, im perfekten Einklang sein, damit man dann die windstille Insel erreichen kann. Ja? Und natürlich, um diese Brücke zu überqueren, muss man natürlich selber auch diese Schwingungen in sich so vereinbaren, harmonisieren, dass die mit dieser Brücke harmonisieren. Ja, sonst kann man die nicht überqueren. Und das ist eben Thors Problem. Der ist eben zu schwer, um diese Brücke zu überqueren, weil Thor hat nur die männlichen Schwingungen und dem fehlen die zarten Töne. So. Und die arischen Veden nennen den einen Schöpfergott Ra-em-Kha. Und Ra heißt, oder genau, Ra symbolisiert das Licht, Feuer, Luft, Geist im Sinne von Verstand, Geist, Verstand, und die Mentalität. Und das ist alles das ist alles männliche Energie. Und das M in Ra, M, Cha. M kommt von Mir, das ist eine Rune aus der Karuna. Und Mir symbolisiert die Dunkelheit, also das Verborgene. Das Wasser, die Erde, Materie, Herz, Barmherzigkeit und das sind weibliche Energien. Ja, Materie, Mater, Herz. Und dann haben wir das Cha in Ra-em-Cha. Das Cha, das ist die aufgestiegene Geistseele. Ja, also Geist, Verstand, der ewige Verstand, die ewige Seele und, ne, und das gemeinsam, das ist dann sozusagen der spirituelle Leib, die Geistseele.
Das ist dann die aufgestiegene Geistseele, der aufgestiegene spirituelle Leib, dessen Geist und Seele in perfektem Einklang mit dem göttlichen Willen sind. Ja, und das ist sozusagen der Geist Christus, ja, Christ, Krönung, Krone, der Christ Spirit, wie man im Englischen sagt, oder der Crown Spirit, die Krönung der Schöpfung. Ja. Cha ist also die Harmonie mit der göttlichen Wahrheit und Liebe. Ja, und das ist der Ursprung des ewigen Lebens und der wahren Wirklichkeit. So, und das sind alles Schwingungen. Okay, letzte Frage, bevor wir dann uns das Gedicht Langbart anschauen, wäre, wer ist Odin? So, Odin, Odem, Atem, Esprit, Spirit, auf Russisch Odin heißt der Eine. Ja, also Odin verkörpert diesen spirituellen Leib, der die ewige Seele und den ewigen Geist beherbergt. Odin verkörpert dieses Cha in Ra-em-Cha. Ja? Und Odin ist ein Krieger, denn der erste Krieg, den man gewinnt, das ist der heilige Krieg gegen sich selber. Und er ist der Einäugige, denn er hat ein Auge in der sichtbaren, materiellen Welt und er hat ein Auge in der unsichtbaren, nicht materiellen, spirituellen Welt. Ja, er sieht das Sichtbare und er sieht das Verborgene, was im Unterbewusstsein, im Unbewussten ist. Er kennt also das Licht und die Dunkelheit, das Bewusste und das Unbewusste, das Sichtbare, Offenbare und das Unsichtbare, Verborgene. Und Odin hat einen, er ist ja der Eine, und viele Namen, denn er ist einer und viele. Okay, jetzt wissen wir ja schon mal so ungefähr, wer ist Thor, wer ist Odin, was ist Odins Land und was ist der Weg, der dahin führt. So, und jetzt schauen wir mal, was jetzt Thors Problem ist. Genau, also ich habe es ja eigentlich schon angedeutet. Ne? Also Thor ist zu schwer. Er kann die Regenbogenbrücke nicht überqueren, er ist zu schwer, ihm fehlen die zarten Töne. Weil er ist ja ne, der männliche Macho-Man, der Starke, ne, der Stärkste aller Männer und aller Götter. Und ja. Okay, so das Gedicht heißt Harbardsljot oder Langbart. Und ich habe hier mal so ein kleines Reklamheft gekauft. Achso, wir sind wieder gespiegelt, ne? Die Götterlieder der älteren Edda. Weil ich dachte mir, das ist so schön klein und leicht, das kann man auch mal mitnehmen. Und hier ist dieses Gedicht zum Beispiel nicht drin. Und ich kann euch auch sagen, warum das hier nicht drin ist. Weil die lieben Edda-Experten sind der Meinung, dass dieses Gedicht ein Gespräch ist zwischen einem gut bürgerlichen, gelehrten, besseren Menschen und einem dummen Bauern. Ja? Und deswegen dachten die sich, also mit sowas geben wir uns gar nicht ab. Das ist ja gar nicht unser Niveau. Das brauchen wir hier überhaupt nicht in die Edda mit reinzutun. Deswegen kann ich euch auch schon mal empfehlen, die englischen Übersetzungen sind besser, weil die englischen Übersetzungen der Edda, die sind direkt aus dem Isländischen übersetzt. Ja, also sind dem Original sehr viel näher. Und diese ganzen deutschen Übersetzungen, das sind dann Übersetzungen von Übersetzungen von Übersetzungen. Ja? Okay. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe auch dieses Gedicht aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. So, Langbart. Langbart ist der Fährmann und der Fährmann ist Odin. Okay, und wenn man jetzt dieses Gedicht liest, dann ist es gut, wenn man im Hinterkopf
folgende Information behält, dass das ist nämlich eigentlich ein Gespräch zwischen Thor, der das, also ich habe ja gesagt, Thor repräsentiert den Verstand des Mannes, und er repräsentiert aber in den Geschichten, in denen wir ihn kennen, ein falsches Konstrukt der Wirklichkeit sozusagen. Ja, also er hat sich dann ein geistiges Konzept aufgebaut, ja, und da denkt er halt, das ist halt die Wirklichkeit. So ist halt die Welt, so wie ich sie mir denke. Ne? Er hat sich die Welt gemacht, wie sie ihm gefällt. Und also Thor repräsentiert in diesem Falle das falsche Selbst, das Ego, dass man sich selber oder das, ja, dass man selber sich erlernt, ja, und sich so zusammenreimt, dass man sich selbst konstruiert. Das ist die eigene Vorstellung der Wirklichkeit. So, und dieses falsche Selbst, dieses Ego, dieses geistige Konstrukt redet jetzt mit seinem eigenen höheren Selbst. Ja, mit seinem eigenen spirituellen Leib, mit seiner eigenen höheren Seele, seinem eigenen höheren Geist, höheren Selbst, welches natürlich die wahre Wirklichkeit kennt. Ja? So, also er spricht eigentlich zu sich selbst. Und zwischen diesen beiden, zwischen dem falschen Selbst, dem Ego und dem wahren höheren Selbst, dazwischen steht nämlich die Angst. Und die gilt es zu überwinden. Okay, also, Thor ist jetzt also auf dem Weg nach Hause, nachdem er im Osten mal wieder, wie üblich, gegen Riesen gekämpft hat, als er zur Regenbogenbrücke kommt. Ja, und da er ja zu schwer ist, kann er ja diese Regenbogenbrücke nicht passieren. Und deswegen ruft er zu dem Fährmann auf der anderen Seite, er soll ihn doch bitte mit dem Boot abholen und rüberfahren. Und da sagt der Fährmann Langbart, der Odin ist, was bist du für ein Hohlkopf, der da über das Ufer ruft? Und Thor sagt, fahre mich über den Fluss, ich werde dich dafür morgen mit Frühstück versorgen. Ich habe einen Korb auf meinem Rücken voll mit Essen, das Beste vom Besten. In Ruhe habe ich gegessen, bevor ich das Haus verließ. Heringe und Haferbrei in Fülle habe ich gegessen. Der Fährmann ist wenig beeindruckt, sagt, auf deine frühen Taten bist du stolz. Aber die Zukunft kennst du nicht ganz. Traurig ist deine Heimkehr, deine Mutter, denke ich, ist tot. So, lesen wir erstmal weiter. Thor. Nun hast du gesagt, was für jeden es scheint, der größte Schmerz sein muss, dass meine Mutter tot ist. Okay, ich verrate euch jetzt einfach schon mal an dieser Stelle. Also, Thor ist der Sohn der Erde. Die Erde ist seine Mutter. Die Erde ist ein lebendiges Wesen, ist eine Riesin. Ja? Die lebt, die atmet, ist eine Riesin. Und wenn es heißt, dass Thor gegen die Riesen kämpft, ja, dann kämpft er gegen Teile seiner eigenen Mutter. Das heißt, er kämpft gegen seine eigene Mutter. Und wenn er, ne, er kommt ja jetzt gerade aus dem Osten, wo er mal wieder Riesen gefällt hat sozusagen, hat er also seine Mutter umgebracht. Deswegen sagt es Odin. Und Thor versteht es natürlich nicht. Und sagt, ne, wie kannst du sowas Schreckliches sagen? Das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte. So, der Fährmann antwortet, ne, der guckt ihn jetzt so an, drei gute Behausungen, denke ich, hast du nicht. Barfuß stehst du da und trägst das Kleid eines Bettlers. Nicht einmal Hosen hast du. So,
Jetzt bin ich mir natürlich sicher, dass auch hier wahrscheinlich sich tiefere Bedeutungen auf höheren Ebenen verbergen. Die haben sich mir aber jetzt noch nicht erschlossen. Ja? Ich finde es aber auch ganz amüsant, einfach davon auszugehen, dass Odin Thor jetzt so ein bisschen mobbt. Ärgert ihn so ein bisschen. Ja, so, wie siehst du eigentlich aus? Ne, weil das ist ja dann auch so die Ebene, die Thor versteht. Ne? Okay, so. Und Thor wird auch schon ein bisschen ärgerlich jetzt und sagt so, lenke du nur das Boot hierher. Bei der Landung werde ich es dir zeigen. Aber wessen Handwerk ist es, das du da am Ufer unterhältst? Ne, also er fragt also nach dem Boot. Ne, wer hat denn das Boot gemacht? Da sagt der Fährmann, Hildolf hat es mir vermacht. Hildolf heißt reißender Wolf. Ein weiser Held. Seine Heimat ist Ratsee. Ratsee ist wieder eine Insel und Ratsee, hinter diesem Namen verbirgt sich der Ton der Insel des Rates. Ja, also Ton, auch hier haben wir wieder einen Frequenzbereich, einen Schwingungsbereich, ja, ein Ort der Schwingung. Das ist der Ton der Insel des Rates. Er bat mich, weder Räuber zu lenken noch Pferdediebe, sondern würdige Männer und solche, die ich gut kenne. Sage nun deinen Namen, wenn du die Wellen überqueren willst. Ne? Dann haben wir wieder Wellen, Schwingungen, Vibrationen, Frequenzen, Gehirnwellen, Tonwellen, Zeitfluss. Ne? Alle diese Worte, ist ja kein Zufall, dass alle diese Worte was irgendwie mit Wasser oder Luft zu tun haben. Okay, so, Thor, meinen Namen werde ich dir in der Tat nennen, obwohl ich in Gefahr bin und meine ganze Rasse. Das Wort Rasse ist eigentlich ursprünglich Rasa. Rasa ist das Licht der Asen. Und die Rasa, die Rasse, das sind die Weißen. Ja, es gibt keine Rassen. Es gibt die Rasa. Ja, das ist auch so ein Irrtum. Okay. So. Ich bin Odins Sohn. Das ist interessant, ne? Weil der steht ja vor ihm. Der kennt ihn nicht mal. So. Ich bin Odins Sohn. Meilis Bruder und Magnis Vater. Der stärkste der Götter. Mit Thor. Kannst du jetzt hier sprechen? Ne, also von wegen, du Glücklicher, kannst mit Thor jetzt sprechen. Und nun will ich wissen, was dein Name ist. So, ich will noch mal kurz zum Namen Magni. Thor ist der Sohn von Magni. Magni, Magnus, Mag, Macht, Machen, Magie. Was steckt dahinter? Machen ist Magie. Machen ist Macht. Selber machen. Ja, und wenn man alles für sich machen lässt, dann gibt man seine Macht ab und verliert seine Magie, seine Wirkung. Der Fährmann sagt, ich bin Langbart und selten verstecke ich meinen Namen. So wie jetzt gerade. Er ist ja Odin. Er versteckt also seinen Namen. Das versteht Thor nicht. Und Thor sagt, warum solltest du deinen Namen verstecken, wenn du keinen Streit hast? Und Langbart sagt, und wenn ich einen Streit hätte von der deinigen Art, würde ich zumindest mein Leben beschützen, es sei denn, ich bin dem Tode geweiht. Er teilt hier Thor mit, dass Thor dem Tode geweiht ist. Und was ist das für ein Tod? Vielleicht wisst ihr das ja schon, was das für ein Tod ist, den Thor sterben muss. Aber darauf werden wir auch im Laufe des Gedichtes nochmal zurückkommt. Das werden wir dann auch noch ganz genau erfahren.
So, und Thor ist also gar nicht begeistert, weil der sieht es jetzt so als Drohung, ne? Und er sagt: Große Umstände, denke ich, wären es, herüberzukommen, durch das Wasser zu waten und meine Mitte zu benetzen. Schwächling, gut wirst du bezahlen für deine spottenden Worte, wenn ich über die Brücke komme. Und Langbart sagt: Hier werde ich stehen und auf dich warten. Ja, komm nur, wenn du kannst. Du hast seit Hrungnir keinen wilderen Mann gesehen. Hrungnir, wer ist Hrungnir? Thor: Schadenfroh bist du zu erzählen, wie ich mit Hrungnir kämpfte, dem eingebildeten Riesen, dessen Kopf aus Stein gemacht war. Und dennoch habe ich ihn geschlagen und er fiel vor mir nieder. Was, Langbart, hast du derweil getan? In der Prosa-Edda heißt es nicht, dass der einen Kopf aus Stein hatte, sondern dass er ein Herz aus Stein hatte. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, Mutter Erde ist ja eine Riesin. Und dass Thor gegen seine eigene Mutter kämpft. Und ich habe ja auch vorhin die ganzen weiblichen Energien aufgezählt, ne? Also ne, Erde, Materie, Wasser, ne, das ist alles, ja, was die Mutter Erde so ausmacht. Und das symbolisiert das Herz. Also es geht um das Herz. Ja? Also unsere Erde, unsere Mutter ist quasi das, was das menschliche Herz symbolisiert. Ja, und das ist weibliche Schwingung. Verstand, Geist, männliche Schwingung, männliche Energien, Herz, Barmherzigkeit, weibliche Schwingungen, weibliche Energien. Wahrheit, Liebe, ja, wenn mein Verstand, wenn mein Geist in den Schwingungen der göttlichen Wahrheit schwingt und mein Herz den Schwingungen der göttlichen Liebe entspricht, dann habe ich Wissen. Dann habe ich das Wissen und kann die wahre göttliche Wirklichkeit sehen. Und wenn das Herz aus Stein ist, dann kann man das natürlich nicht. Okay. So, Langbart. Okay, was hat Thor jetzt als letztes erzählt? Achso, er hat sich jetzt erstmal aufgeregt, dass Odin sich über seinen Kampf mit Hrungnir lustig gemacht hat, ja? Dem Riesen mit dem Herz aus Stein. Und Langbart sagt, genau, dann hat er gefragt, was Langbart derweil getan hat, ne? Während er den Riesen getötet hat. Was hat Langbart? So, Langbart, hast du getan? 5 ganze Winter verbrachte ich mit Fjolwar und hauste auf der Insel, die Algrün genannt wird. Dort konnten wir kämpfen und die Geschlagenen fällen. Viel konnten wir erreichen und Damen konnten wir zähmen. Damen, weibliche Kräfte, Naturkräfte, Mutter Natur, Materie, Mater, Mutter. Allgrüne Insel ist auch nur wieder ein anderer Name für die Erde. Und Fjolwa heißt der sehr Vorsichtige oder der viel Gewahre. Ja, und ist sowas wie der Wächter der 7 Schwestern, die gleich noch genannt werden. Und Thor ist da jetzt so ein bisschen interessiert, ne? Weil der denkt natürlich, dass Odin von Frauen spricht. Wie ist euch der Erfolg mit euren Frauen gelungen? Will er wissen. Langbart antwortet ihm Folgendes: Schöne Frauen hatten wir, wenn sie weise für uns waren. Weise waren die Frauen, die wir hatten,
wenn sie gütig zu uns waren. Denn Fäden aus Sand würden sie weben und den Grund des tiefsten Tals ausheben. Und da schlief ich neben den sieben Schwestern und erfuhr die allergrößte Freude von jeder. Was, Thor, hast du derweil getan? So, die sieben Schwestern. Ne, also hier, das ist auch in diesem Vers sehen ja die Edda-Experten eine Sexorgie. Ja? So, aber wer sind denn diese sieben Schwestern? Es gibt zum Beispiel in Deutschland, ist das in Deutschland? Gut. Ja, natürlich, das Siebengebirge. Es gibt das Siebengebirge und dann gibt es in Vorderasien, glaube ich, das Siebenstromland. Wir kennen auch die Siebenmeilenstiefel zum Beispiel. Ja, und also die sieben Schwestern, ich weiß jetzt nicht, ob es die sieben Flüsse sind oder die sieben Berge, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber die sieben Schwestern deuten natürlich auf Naturgewalten hin, auf Teile der Mutter Erde. Ja, das sind keine Frauen. Und Odin redet auch nicht von einer Sexorgie, okay? Sondern er redet von Naturgewalten und von Mutter Natur. Und Odin spricht weiter von Liebe und Hingabe zur Mutter Natur, ja, zur göttlichen Materie. Und er spricht vom Einklang mit Mutter Natur, den weiblichen Kräften, die ja das Herz repräsentieren. Okay, es geht um das Herz. Ja, und sie sind nur dann schön und weise und gütig, wenn man ihre Gunst erworben hat. Ja, und hat man das nicht, dann können sie einen vernichten. Ja, beschützt man sein Herz, dann hat man Zugang zum Wissen. Verletzt man sein Herz, dann macht das Herz dicht. Ja. So, und Thor, der versteht natürlich gar nichts, sondern der erzählt jetzt weiter von seinen, von seinen Kämpfen. Ja? Ne, der versucht ja immer noch, Odin zu beeindrucken. Ja, der will ja rüber, der will ja über die Brücke kommen. Der denkt jetzt, ne, wenn ich jetzt da von meinen Heldentaten erzähle, dann beeindrucke ich den vielleicht doch noch irgendwie. So, also macht er jetzt weiter und sagt, Thiazi habe ich gefällt, den schrecklichen Riesen, und die Augen von Alvaldis Sohn habe ich hoch in den heißen Himmel geschleudert. Von meinen Taten sind diese die mächtigsten Zeugnisse, die alle Männer seitdem sehen können. Was, Langbart, hast du derweil getan? So, also wovon spricht er hier? Ne? Also die Augen von Alvaldis Sohn, hat er in den Himmel geschleudert, er redet von den Sternen. Ja, also demnach hat Thor die Sterne geschaffen. Ja, und wenn man denkt, dass Thor der Herr des Äthers ist, der Elektrizität, der elektromagnetischen Bewegung, dann liegt es ja auch irgendwie nah. Ja. So. Und Langbart ist natürlich von seinen Heldengeschichten überhaupt nicht beeindruckt und er erzählt jetzt, was er derweil getan hat. Große Liebeskraft habe ich geschmiedet mit denen, die bei Nacht reiten, als ich sie mit List von ihren Ehemännern stahl. Chlebard war ein harter Riese, denke ich. Er gab mir seinen Zauberstab als ein Geschenk und ich habe ihm den Verstand geraubt. So, also dieser Vers, der hat ja sechs Zeilen. Und das hat eine Weile gedauert, bis sich da mir was offenbart hat. Ja, also ich habe das zuerst auch nicht so verstanden, was da so dahinter steckt. Und ich bin mir sicher, also ich habe noch nicht alle Informationen entschlüsselt. Da steckt bestimmt auch noch mehr. Ja, aber ich kann mit euch jetzt
das teilen, was sich mir da offenbart hat. Also hier sind erstmal mehrere Informationen übereinander geschichtet und doppelt gemoppelt. Also das ist ganz oft in diesen alten Texten, dass die ein und dieselbe Sache in ganz vielen verschiedenen oder mit ganz vielen verschiedenen Worten und Bildern ausdrücken, damit einfach die verschiedenen unterschiedlichen Menschen das irgendwie verstehen können. Ja? So, und okay, das ist ein sechsteiliger Vers, und wenn man das jetzt teilt, ersten drei Zeilen und die zweiten drei Zeilen, dann habe ich entdeckt, dass die erste Zeile und die vierte Zeile, die gehören zusammen, die zweite und die fünfte Zeile und die dritte und die sechste Zeile, die gehören irgendwie zusammen. Die haben also die gleiche Information, enthalten die gleiche Information, die sich gegenseitig ergänzt oder einfach das Gleiche ist anders ausgedrückt. Ja, und so, also so habe ich das hier jetzt entschlüsselt. Also in der ersten Zeile redet er von großer Liebeskraft und vom Schmieden. Und in der vierten Zeile redet er von dem harten Riesen. Ja? So, also er redet vom Schmieden, da denkt man an Eisen, Eisenschmieden. So, und dann der harte Riese, ne, wenn man sich überlegt, dass diese Riesen alles ja Teile der einen Riesen ist, von Mutter Erde. Ne, da haben wir Bäume, da haben wir Berge, da haben wir Flüsse, da haben wir Meere, da haben wir Gebirge und da haben wir Felsen, Steine und so weiter. Ja, und ein harter Riese, hart, was ist hart? Eisen oder auch Stein, Felsen. Also es könnte ein felsiger Berg sein, ein riesiger Felsen könnte es sein, dieser harte Riese. Und er sagt ja, er war ein harter Riese, er war. Ja, harter Riese, Fels, Stein, steinernes Herz. Ja. So, also ne, er kann Eisen schmieden, er kann Felsen schmelzen, ja, ne, so wie Hrungnir, es war ja der Riese mit Kopf und Herz aus Stein. Das heißt, Odin hat Zugang zum Herzen, ja, welches weibliches. So, ja, und Liebeskraft, ne, also das kann man nicht mit Gewalt machen, nicht, ne, da kann man nicht hergehen, mit, so wie Thor mit seinem Hammer, sondern die Liebe ist der Weg. Ja? So. Gut, so, dann haben wir die zweite Zeile, mit denen, die bei Nacht reiten. Und die fünfte Zeile, da redet er davon, dass dieser Riese, der mal hart war, ihm seinen Zauberstab als Geschenk gab. So, mit denen, die bei Nacht reiten, das ist der Zauberstab. Also die bei Nacht reiten, das sind Hexen, ja, oder Zauberinnen, Frauen, weibliche Energie, Naturkräfte, Naturgewalten. Und der Zauberstab ist die Kraft. Ja, das ist deren Kraft, das ist die Kraft der Naturgewalten. So. So, das heißt also, Odin hat Zugang zu dieser Zauberkraft der Naturgewalten, denn diese Kraft, deren Zauberstab, wurde ihm geschenkt, ja, also, und diesen Zauberstab kann man auch Schlüssel nennen. Er hat also quasi einen Schlüssel zum Herzen. Er hat einen Schlüssel zum Herzen. Und er wurde ihm geschenkt, denn er hat ja mit Liebe gearbeitet. So. Und dann haben wir die dritte Zeile, mit List von ihren Ehemännern Stahl, und die sechste Zeile, und ich habe ihm den Verstand geraubt. Die Ehemänner und der Verstand, die Ehemänner, Männer, männliche Energie, Verstand, Geist, männliche Energie. Ja? Das heißt, diese Ehemänner repräsentieren den Verstand und die Urkräfte der Natur, die weiblich sind, haben Odin die Erlaubnis erteilt,
da er bewiesen hat, aus, für und in Liebe, in Harmonie mit ihnen und für sie in ihrem Sinne zu handeln, mit ihnen zu walten. Ja, das bedeutet, er kann sie nach seinem Willen einsetzen. Er hat sozusagen oder er ist sozusagen der Herr über die Naturgewalten. Er kann mit der Kraft seiner Gedanken, seines Verstandes, seines Geistes, kann er Eisen schmieden, Felsen schmelzen. Magie, Macht, habe ich ja eben schon erklärt, ne? Magnus. Magie, Macht ist ein Akt der Schöpfung in Harmonie mit den Naturgewalten. Und Odin ist der Meister Magier. Denn er ist im Einklang, er ist im Einklang mit den weiblichen Schwingungen. Im Gegensatz zu Thor, der braucht seine Armkraft und der braucht seinen Hammer. Ne? Ohne seine, wie heißt das? Ach, das fällt mir dann der Begriff nicht ein. Ja, also jedenfalls ohne seine kleinen, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Also ohne seine drei Dinge, die er da hat, ist Thor nix. So. Ne, und im Gegensatz zu Odin versucht Thor, wie ich auch schon erwähnt habe, die weiblichen Energien, das Herz, seine Mutter, mit Gewalt zu beherrschen. Ja? Ne, er arbeitet also nicht mit, sondern gegen sie. So, und Thor denkt, versteht es jetzt natürlich ganz falsch, ne? Also, ne, weil Odin sagt ja, er hat die, die bei Nacht reiten, mit List von ihren Ehemännern gestohlen, ne? Und der Riese gab ihm den Zauberstab als Geschenk und dann hat er ihm den Verstand geraubt. Und das versteht Thor jetzt natürlich ganz falsch und er sagt jetzt, du hast gute Geschenke mit Boshaftigkeit vergolten. Da sagt Langbart nur, die Eiche muss das haben, was sie von anderen schabt. In diesen Dingen ist jeder für sich selbst. Was, Thor, hast du derweil getan? So, und hier ist einmal wieder so ein Gegensatz. Ne, die Eiche. So, also, okay. Das bedeutet einmal, dass alles ist miteinander verbunden und voneinander abhängig. Ne? Also die Eiche, die steht eben, wo sie steht. Ne? Die kann sich jetzt keinen Gemüsegarten pflanzen, die kann sich keine Hühner halten. Die muss eben nehmen, was kommt. So, ne? Wenn es regnet, dann nimmt sie sich, was sie braucht. Und wenn die Sonne scheint, ne, dann nimmt sie sich auch, was sie braucht. So. Und so. Das heißt also, irgendwie jeder ist seines. Und genau, und die nächste Zeile, in diesen Dingen ist jeder für sich selbst, heißt dann wiederum, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ne, aber beides ist wahr. Wir sind alle in Abhängigkeit voneinander, aber jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber trotzdem für Teil des Ganzen. Und die Eiche ist im Nordischen Egg, E-G-G. Und einer von Odins vielen Namen, weil er ist ja der eine und er ist ja viele, ist Ig, wie Yggdrasil. Yggdrasil ist die Weltesche, der Weltbaum. Und Ig, also ne, und der Name besteht aus Ig und Drasil. Ig ist der Schreckliche und Drasil ist das Pferd, also der Weltbaum. Ist eigentlich das Pferd des Schrecklichen. Und wer ist der Schreckliche? Odin. So. Okay. So, und Thor, der antwortet jetzt, ne, also wurde er wieder gefragt, was hast du derweil getan? Und Thor, ne, der macht natürlich jetzt weiter mit seinen Heldengeschichten und sagt Folgendes: Gen Osten fuhr ich, der Riesen schlecht schaffende Frauen, die zum Berg gingen, fällte ich. Und groß war die Schar der Riesen. Wenn alle am Leben wären, gäbe es keine Männer mehr in Midgard. Was, Langbart, hast du derweil getan?
Und wenn er so sagt, Riesen, die zum Berg gingen, fällte ich, könnte man sich vielleicht Bäume vorstellen. Ja, vielleicht hat er Wälder abgeholzt. Möglicherweise. So, und Langbart antwortet: Ich war in Valland und ich verursachte Kriege. Prinzen habe ich verärgert und nie Frieden gebracht. Die Edlen, die im Kampf fallen, bekommt Odin und Thor bekommt die Knechte. So, Odin ist der Gott des Krieges. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, der erste Krieg, den man gewinnt, ist der heilige Krieg gegen sich selbst. Und wenn er hier von Kriegen spricht, dann spricht er von diesem Kampf gegen sich selbst. Und was ist dieser Kampf? Es ist der Kampf des wahren, höheren Selbst gegen das konstruierte, angelernte, falsche Selbst. Das ist dieser Krieg. Ja, und im Krieg fallen, das ist der Tod des falschen Ichs. Der Tod des falschen Konstrukts der Welt, das man sich so aufgebaut hat. Ja, und das muss eben sterben. Das ist der Tod, worum es geht. Das falsche Ich muss sterben, damit man sein wahres Ich finden kann und die wahrhafte Wirklichkeit erkennen kann. Ja, die Menschen leben in so einem System, die denken, dieses System ist die wahre Welt. Das ist es aber nicht. Ja. Also das alte, das falsche Weltbild, das Glaubenssystem, das man sich aufgebaut hat, das mentale Konstrukt, Konzept muss fallen, um die wahre göttliche Wirklichkeit sehen zu können. Und diese göttliche Wirklichkeit, das hat auch Goethe schon gesagt, die offenbart sich durch die Natur, aber eben nicht für jeden. Man braucht die Augen bzw. das Herz, um es zu erkennen. Ja? Man muss sich der Mater ergeben, dem Herzen. Man muss in Mutters Schoß sterben und wiedergeboren werden, um höhere spirituelle und geistige Welten zu erreichen. Ja, und solange Thor gegen seine Mutter kämpft, gegen seine Natur, gegen sein eigenes Herz, wird er eben immer ein Knecht seiner eigenen Schwächen und Ängste bleiben. Ja, und seiner eigenen fremden Feinde. So, das heißt, wer also den edlen Kampf kämpft und im edlen Kampf gegen sich selbst fällt und stirbt, der steigt auf und bekommt Eintritt in Odins Land. Und wer nicht, der bleibt eben auf Thors Stufe und der bleibt ein Knecht und ein Sklave. Odin sagt, wenn er da am Baum hängt, 9 Nächte lang, ich habe mich selbst mir selbst geopfert. Und genau das ist es, wovon er da redet. Er hat sein eigenes falsches, konstruiertes Selbst, seinem wahren Selbst geopfert. Das ist das ultimative Opfer. So, und Thor hat es jetzt natürlich überhaupt nicht verstanden. Er hat ja jetzt gesagt, ne, die Edlen, die bekommt Odin und Thor kriegt die Knechte. Das findet Thor natürlich jetzt auch nicht so toll. Dann sagt er, ungleiche Geschenke von Männern würdest du den Göttern machen, wenn du zu viel Macht hättest. Und dann sagt Odin zu ihm, Thor hat Macht genug. Ne, und hier kann man dann auch wieder erkennen, dass eigentlich Thor zu sich selbst spricht. Er sagt ja, wenn du zu viel Macht hast, und dann sagt Odin zurück, du hast ja Macht genug. Ja? So, und er sagt zu ihm, Thor hat Macht genug, aber kein Herz. Aus feiger Angst, hier kommt es mit der Angst, was ich ja am Anfang schon gesagt habe,
aus feiger Angst warst du geneigt, in einen Handschuh zu kriechen und da hast du vergessen, dass du Tor bist. Ängstlich warst du da. Nicht getraut hast du dich zu furzen oder zu niesen, aus Angst, Fiala könnte es hören. So. Verstand ohne Herz ist nix, ja, weil das Herz hält den Verstand rein, gesund und stark, aber nur, wenn der Verstand das Herz beschützt. So. Und diese Angst, die Thor hat, sich selber zu verlieren, das ist diese Angst davor, sein eigenes mentales Konstrukt aufzugeben. Ja, weil dann hat man ja erstmal gar nichts. Ne? Wenn man sein Weltbild, was man sich jetzt jahrelang aufgebaut hat, wo man glaubt, ja, so ist die Welt, ne? Das will man, das gibt natürlich keiner freiwillig so her, weil dann hat er ja nichts mehr. Dann ist er ja völlig in Trümmern. Ja? Und darum geht es. Ja? Und davor, das ist die Angst, die Thor hat, die Angst, sich selber zu verlieren. Ne? Aber was für ein Selbst? Das ist ja das falsche Selbst, aber das weiß er natürlich nicht. So, und Fjalla, das ist ein Riese, der Skrimir, aber das ist in Wirklichkeit Loki. Und Loki spielt bei allen von Thors Erfahrungen, Tests, ja, eine ganz wichtige Rolle. Und dieser hier angedeutete Test mit diesem Handschuh, das ist, dieses Gedicht werde ich im nächsten Video dann besprechen. So, und das ist also, das findet Thor jetzt natürlich überhaupt nicht gut. Also, das ist natürlich das Allerletzte, was Thor hören will, dass ihm jemand sagt, dass du ein Feigling bist und dass du Angst hast. Also, das ist natürlich das Allerletzte. Und Thor wird jetzt ganz schön wütend. Und er sagt, du weibischer Langbart. Ja. Ich würde dich direkt in die Hölle werfen, wenn mein Arm über die Brücke reichen könnte. Sagt Langbart, wozu über die Brücke langen, da wir doch keinen Streit haben? Was, Thor, hast du dann getan? Im Osten war ich und habe gut den Fluss beschützt, wo die Söhne von Svarok mich aufsuchten. Steine haben sie geschleudert, wenig Erfolg hatten sie beim Gewinnen. Sie fuhren zu mir, um Frieden zu bitten. Was, Langbart, hast du derweil getan? So, wer jetzt meine Perunzantis-Videoserie gesehen hat, der weiß jetzt natürlich auch, was diese Söhne von Svarok sind. Und hier haben wir wieder eine ganz tolle Querverbindung zwischen Edda und den arischen Veden, den Perunzantis. Ne? Svarok, Svarokik, Kreis. Svar ist der Himmel. Rok ist die Aufgabe. Svaga ist der Weg des Wissens oder der Wahrheit. Und Svarok ist der Hüter des Weges. Und der Weg in diesem Fall ist das Leben und ist das Wissen. Ja, das Leben und das Wissen über die wahre Wirklichkeit des Lebens, ne, was man nur sehen kann mit dem Herzen. Ja, der Weg ist das Ziel. So, ne, und genau, die hat er da am Fluss getroffen. Und da sagt Langbart, so, ne, dann fragt er, was hast du getan? So. Langbart sagt, im Osten war ich und sprach mit einer bestimmten. Ich spielte mit der leinenweißen Maid und traf sie durch List. Ich beglückte die Goldbedeckte und sie bereitete mir Freude. So, hier ist wieder so, dass mit unterschiedlichen Bildern und Begriffen ein und dasselbe beschrieben wird. Hier geht es nämlich um die Sonne. Ne, im Osten, da geht die Sonne ja auf. Ja. Und
die Leinen, weiße Maid. Alles, was mit Leinen, ne, mit Leinen oder mit Fäden, das deutet alles auf die Nornen hin. Und die Nornen sind die Schicksalsgöttinnen. Das sind Frauen, das sind weibliche Energien, Naturgewalten. Und die goldbedeckte, das ist die Sonne. Ja, also die leinenweiße Maid und die goldbedeckte sind in diesem Fall die Sonne, die ultimative Naturgewalt. So. Nur man sagt ja auch, da geht mir die Sonne im Herzen auf, ne, um Freude auszudrücken. So, und Thor ist jetzt wieder ein bisschen beeindruckt. Er denkt natürlich, Odin spricht wieder über Frauen. Und er sagt: Beeindruckend war dein Frauenfund. So, jetzt wird es interessant. Jetzt sagt Langbart, Odin, der Fährmann: Deine Hilfe hätte ich da gebraucht, Thor, um die weiße Maid festzuhalten. So, worum geht's hier? Worüber spricht er da jetzt? Er spricht. In den Perun Santis habe ich ja auch schon den Tod Baldurs erwähnt. Baldur, der die Sonne repräsentiert in dem Fall, ne, und der stirbt, der geht unter und dann kommt die Eiszeit. Und das hat ja alles mit dem Untergang der Götter zu tun. Also, ne, der Untergang der Götter und die Eiszeit, das gehört so zusammen. Und er redet hier davon, mit deiner Hilfe, Thor, ne, hätten wir die Eiszeit, hätten wir den Untergang der Götter verhindern können. Und so, Ragnarök. Also, ich habe ja gerade gesagt, ne, Svarok, Rok ist die Aufgabe. Und Rök heißt Ursprung und Schicksal. Ursprung und Schicksal. Ne, der Kreis schließt sich immer. Das ist immer ist dasselbe. Ne, Ursprung, Schicksal, Anfang, Ende ist eins. Ein und dasselbe. Ragnarök. Ragnar, die Mächtigen. Rök, Ursprung, Schicksal. Also Ragnarök, der Untergang der Götter, das ist das Schicksal der Mächtigen. So, okay. Also, ne, deine Hilfe hätte ich da gebraucht, Thor, um die weiße Maid festzuhalten, ne, damit sie nicht untergeht, damit sie nicht verschwindet, damit die Eiszeit nicht kommt. So, und Thor, der sagt jetzt mit Vergnügen, ja, er weiß gar nicht, worum es geht, aber mit Vergnügen, wäre ich dort gewesen, hättest du meine Hilfe bekommen. Sagt Langbart, ich hätte dir vielleicht vertraut, hättest du nicht dein Wesen verraten. Ja? Denn er ist ja hier immer noch Thor, der Schädelspalter und Riesenschlechter. Ne, er hat ja sein Konzept noch nicht aufgegeben. Er ist ja noch nicht gestorben. Er ist ja noch gar nicht der Herr des Äthers und der Beschützer der Erde. Ja, er hat ja sein wahres Wesen verraten, indem er sein eigenes Konzept nicht aufgeben will. So, und Thor sagt, ich bin in Wahrheit gar kein Fersenbeißer wie ein alter Lederschuh im Frühling. Und Langbart fragt, was, Thor, hast du derweil getan? In Klesey habe ich die Bräute der Berserker erschlagen. Ganz bösartig waren die und alle haben sie verraten. So, und hier ist jetzt was ganz Interessantes. Ich habe ja gesagt, Chlesey ist ja die windstille Insel. Das ist ja der Ort der Unsterblichkeit. Das ist ja Odins Land. Das ist ja die Welt der Götter, das Königreich Gottes, das Gesetz. So, und wie kann jetzt dieser Thor, der ja zu schwer ist, um die Regenbogenbrücke zu überwinden, um dahin zu kommen, wie kann der da jetzt die Bräute der Berserker erschlagen haben? So, es gab eine Zeit, da war es möglich. Ich habe das hier mal aufgemalt, so ganz leicht schematisch.
So, das sind jetzt hier also ganz vereinfacht dargestellt die drei Welten. Da haben wir hier in der Mitte Midgard, ne? Die sichtbare Welt, die Erde, die Menschenwelt, Yavi, die materielle Welt, Midgard. Dann haben wir hier oben Pepravi, das Gesetz, ja? Die göttliche Welt, der Unsterblichkeit, Himmel. Und dann haben wir hier Navi, die Unterwelt, ja, Hölle, sowas, ne? ja, also es ist jetzt wirklich ganz vereinfacht, ganz vereinfacht. So, und es war möglich. So, und hier haben wir, das ist die Regenbogenbrücke, das ist der goldene Weg, der führt von Midgard zu Pravi. Und es war mal möglich, aus dieser Welt hier hinzukommen. Und das wurde dann aber gestrichen. Dieser Weg wurde gestrichen, weil nämlich Leute wie Thor, die dachten, sie würden was wissen, dann dahin gegangen sind und da alles kaputt gemacht haben, weil sie das gar nicht verstanden haben, was da los ist. Und dann haben die gesagt, nee, das geht so nicht. Das machen wir jetzt anders. Wenn man da oben hinkommen will, dann muss man durch Midgard gehen. Und ich habe ja in den Perunzantis öfters schon gesagt, der Weg nach Pravi führt durch Yavi, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keinen anderen Weg. Man muss durch Yavi und dann kann man den goldenen Weg erreichen und da oben hinkommen. So, ne? Also es gab mal eine Zeit, da war das eben anders und dann hat Thor da alle möglichen, ja, wie sagt man, Dinge angestellt und dann haben die gesagt, nee, so geht es nicht mehr. So, so und Langbart sagt zu ihm auch, achso, und wer sind die Berserker? Die Berserker, habe ich mir das hier aufgeschrieben? Nicht, dass ich das jetzt falsch sage. Bär ist Bär, ne? Bär. Das sind so eine Art Werwölfe. Ja, so kann man sich das vorstellen. Okay. So, ne, also die hatte also die Bräute der Berserker hatte erschlagen, weil die waren ganz bösartig. So, das dachte er sich so, dass die bösartig waren. So, waren sie natürlich nicht. So, und da sagt Langbart, Schande hast du über dich gebracht, dass du Frauen erschlugst, Thor. Ne, und weil er diese Schande über sich gebracht hat, wurde der Weg dann zugemacht. Und sagt Thor, wie Werwölfe waren sie und kaum Frauen. An meinem Schiff, welches ich schön hergerichtet hatte, haben sie gerüttelt, mit Keulen aus Eisen drohten sie und Thialfi haben sie verjagt. Was, Langbart, hast du derweil getan? So, also, an meinem Schiff haben sie gerüttelt. Dieses Schiff, das ist eine Metapher für oder Symbol für das Gefährt, mit dem man durchs Leben geht. Das ist natürlich in erster Linie erstmal der Körper. Ne? Unsere ewige Seele, unser ewiger Geist wohnt ja in diesem Körper. Das ist unser Schiff, mit dem fahren wir so durch die Welt. Ja? Und das Schiff ist also aber auch Symbol für das Leben an sich, für den Lebensweg, ja? Aber auch für das Weltbild, was man sich aufgebaut hat auf diesem Weg. Ja? Die Vorstellung, das Selbstbild, das mentale Konstrukt, das ist alles das Schiff. Und das hat ja Thor sich so wunderschön aufgebaut. Das hat er sich ja alles so schön zurechtgemacht. Ne? Und dann kommen diese Werwölfe, diese schrecklichen Frauen, und die wollen ihm das zerstören. Da ist er natürlich gar nicht glücklich drüber, weil er das nicht versteht, dass die ihm ja eigentlich nur helfen wollen. Ja? Und genau, ne? Und es geht eben heute nicht mehr, dass man Pravi erreichen kann, ohne die Dinge wirklich zu verstehen.
Ne? Und die Dinge kann man nur verstehen im Herzen. Deswegen muss man durch die Mutter gehen, durch das Herz, damit man sie auch im Herzen verstehen kann. Das tut Thor eben nicht. Ja? Der denkt, die sind gegen ihn. Aber es ist ja ganz im Gegenteil. So, ne? Also er hat also, indem er gegen die gekämpft hat und die getötet hat, hat er also sein konstruiertes Ich verteidigt. Er hat also die Lüge hat er gegenüber der Wirklichkeit verteidigt. Und Thialfi ist einer seiner Diener. Ne, und er sagt ja, und diese Werwölfe haben Thialfi verjagt. Und Thialfi heißt zusammenhalten, und zwar zusammenhalten des Geistes, des Verstandes, der Mentalität, der eigenen Vorstellung der Dinge, des eigenen Modells der Wirklichkeit, ja, des eigenen Konzeptes der Realität. Das ist Thialfi, die hält das Konzept zusammen. Und die wurde verjagt. Ja, also Thors Schiff ist am Bröckeln. Okay? So, und da sagt Langbart: Im Wirt war ich, die Flagge zu hissen, der hierher fuhr, um den Speer zu röten. Er, das ist die Kraft, ja, also Langbart, ja, das ist die Kraft im Wirt, im Herzen des Schiffes. Und der kommt von innen, ne? Es kommt von innen. Und der kommt jetzt mit dem Todesstoß, ne? Der hisst die Flagge, ja, hier bin ich, so. den Speer zu röten, der Todesstoß. Ja? Das heißt, Odin kommt, um das Falsche, das Minderwertige selbst zu töten. So, und Thor kriegt jetzt ein bisschen Schiss. Und er sagt: Willst du nun sagen, du bringst uns, dem wahren Ich, dem falschen Ich, uns, die Krankheit, die du suchtest, also er denkt jetzt, also der will ihm jetzt was Böses, der will ihm jetzt eine Krankheit anheften. Und er nennt es Krankheit, um einmal seine Angst zu verdecken und sein Verhalten zu rechtfertigen. Er wehrt sich ja gegen eine Krankheit. Er wehrt sich ja gegen das Böse. Ja? So wie der verrückte Hamlet, der Verrückte, ja? Der Einzige, der nicht verrückt ist, aber der wird ja von allen verrückt genannt, weil er eben die Wahrheit ausspricht. So. So, und dann sagt Langbart was ganz Komisches: Einen Ring für deine Hand, so wie der Richter entscheidet, wird alles gut gemacht für dich sein. Frieden bringt er uns beiden. Ne, also Thor fragt, ne, also bringst du uns jetzt die Krankheit? Und Langbart sagt: Nee, ich bringe uns Frieden. So, Ring für deine Hand, heilige Ehe. Die heilige Ehe zwischen Seele und Geist, ja, wenn man diese Schwingungen vereint mit den göttlichen Schwingungen der Wahrheit, der Liebe, dann kommt man ins Wissen. Heilige Ehe mit dem Göttlichen, ja, und das bringt dann den inneren Frieden im Herzen. Davon spricht Odin. Und der Richter, ne, der Richter, Gott, Pravi, ist ja das Gesetz. Die Welt Gottes ist das Gesetz. Gott ist der Richter, er ist das Gesetz. Und Frieden bringt er uns beiden, ja, dem Verstand und der Seele. Geist, Herz. Ja, kommt in Einklang. Davon redet Odin.
Ne? Und er sagt auch, ja, also es wird gut gemacht für dich sein. Also, ne, also es kommt, wie es kommen muss. Ne? Kannst dich dagegen nicht wehren, Thor. Ne? Also kannst nichts dagegen tun. So, und Thor ist jetzt natürlich, Thor ist jetzt ganz erbost. Der denkt jetzt wahrscheinlich, Odin ist schwul und will ihn heiraten. Und der sagt, wo hast du diese faule und verächtliche Sprache her? Eine faulere Sprache habe ich nie zuvor gehört. Langbart sagt, ich habe sie von Männern gelernt. Sehr alte Männer, die in den Hügeln der Heimat wohnen. Thor, einen viel zu guten Namen gibst du einem Haufen Steine, wenn du sie Hügel der Heimat nennst. Langbart sagt, so spreche ich von diesen Dingen. Deine spitze Zunge wird dir leid tun. Also Thor fühlt sich auch verspottet, ne? Weil also Odin, der spricht ja so in, also, ne? Also der spricht ja in Worten, das versteht Thor einfach nicht und deswegen fühlt er sich jetzt verspottet. So. Deine spitze Zunge wird dir leid tun, wenn ich entscheide, durch das Wasser zu waten. Lauter als ein Wolf, wette ich, wirst du heulen, wenn du einen Schlag meines Hammers bekommst. Und Langbart ist überhaupt nicht beeindruckt und der sagt, der geht da auch überhaupt nicht drauf ein, der sagt stattdessen, Sif hat einen Liebhaber zu Hause und ihn solltest du treffen. Es wäre passender, deine Kraft für ihn zu verwenden. Wer ist Sif? Sif ist Thors Ehefrau. So, und dann sagt jetzt Thor, deine Zunge macht dich sagen, was mir höchst krankhaft erscheint. Ne? Ist ja verrückt. Du dummer Mann. Ich wette, du lügst. Ne, also das ist ja ganz klassische Reaktion von Leuten, die die Wahrheit oder die Realität, die Wirklichkeit nicht wahrhaben wollen. Die nennen dann die Leute, die die Wahrheit aussprechen, krank, dumm und Lügner. Und verrückt. So. Das macht jetzt Thor auch. Ne, du bist dumm, krankhaft und du lügst. So. Da sagt Langbart, Wahrheit spreche ich. Aber langsam bist du im Vorankommen, ne? Also weil Thor versteht es überhaupt nicht. Ne? Versteht kein Wort. Weit wärst du gekommen, wenn du im Boot gefahren wärst. Macht er sich wieder so ein bisschen über ihn lustig. Ja, warum bist du nicht einfach im Boot gefahren? Ja, er hat ihn ja nicht abgeholt. Und das Thor natürlich wieder sauer und sagt, du weibischer Langbart, du hast mich hier zu lange gehalten. Und sagt Langbart, nie hätte ich gedacht, dass Assa Thor von einem Fährmann vom Fahren abgehalten würde. Ja, Assa Thor, Thor der Asen, ist einfach ein anderer Name. Thor sagt, einen Rat gebe ich dir jetzt. Rudere dein Boot hierher, kein Spotten mehr, bring Magnis Vater herüber. Und sagt Langbart, gehe fort vom Klang. Also dem reicht's jetzt. Gehe fort vom Klang, du hast keinen Durchlass. Dann sagt Thor, also der sieht es dann jetzt auch ein, okay, also ich konnte ihn jetzt mit meinen Heldengeschichten anscheinend nicht beeindrucken, ich komme da nicht rüber. So, so ist es jetzt. So, und dann sagt er jetzt, dann zeige mir den Weg, da du mich nicht über das Wasser bringst. So, sagt Langbart, es zu verweigern ist eine Kleinigkeit. Also einfach zu sagen, nö, will ich nicht. Den Weg will ich nicht gehen. Ne? Das ist leicht zu sagen, nö. Und dann den Weg der Illusion zu gehen. Das ist eine Kleinigkeit, das kann jeder. Das ist einfach, das machen ja auch die meisten Menschen. Es zu gehen ist lang. Ne? Der Weg. Ne? Denn der goldene Weg, der Weg dahin, führt über Stock und Stein. Dann den Weg zu deiner Linken. Was ist auf der linken Seite? Das Herz. Bis du Werland erreichst. Werland ist Welt der Männer. Ah, das Land der Männer. So, also über Stock und Stein. Dann den Weg zu deiner Linken, bis du Werland erreichst. Und da wird Fjörgyn ihren Sohn Thor finden. Ne? Ihren Sohn Thor. Thor ist
So, der Erde, Fjörgen ist einfach wieder ein anderer Name für diese Riesen, die die Erde ist. So, ne? Also wenn er da irgendwann, ne, wird sie dann ihren Sohn dort finden und den Weg ihrer Kinder in Odins Land zeigt sie ihm. Das heißt, Mutter Erde, die natürliche Wirklichkeit, die Naturgewalten, das Herz, das menschliche Herz, wird dir den Weg in Odins Land zeigen. Du musst deinem Herz folgen. Das ist das, was Odin ihm jetzt sagt. Und Thor fragt: Kann ich so weit an einem Tag kommen? Also, Tag sind jetzt nicht 24 Stunden, ne? Also in der Götterwelt ein Tag, das können auch 1000 Jahre sein. Und dann sagt Odin: Mit Mühe und Ärger vielleicht. Noch vor Sonnenaufgang, so denke ich. Ja, ne, wenn wir jetzt wieder an die Eiszeit denken, ne, Untergang, Fall der Götter, Sonnenuntergang, 3 lange Nächte, Eiszeit. Ne, die Eiszeit, die Götter sind untergegangen und dann kommt ja die Sonne irgendwann wieder, die Sonne geht wieder auf und die Götter kommen auch wieder, ne, nachdem sie natürlich dazugelernt haben. So, das heißt einmal, vor dem Ende der Eiszeit, ja, wenn Baldur wiederkehrt, und gleichzeitig in der Umkehrung bedeutet es aber auch, dass Thors Entwicklung ne, zu seinem wahren Selbst, dass das die Voraussetzung ist dafür, dass die Götter wiederkommen können. So, aber das versteht jetzt Thor auch nicht so richtig, ne? Und der ist jetzt wieder sauer und sagt: Kurz soll unsere Rede jetzt sein, da du nur am Spotten bist. Die Durchfahrt hast du mir nicht gewährt, ich werde es dir heimzahlen, sollten wir uns jemals treffen. Alle bösen Dinge sollen dich deshalb heimsuchen. So, dann geht er weg. Das ist das Ende des Gedichtes und zusammengefasst kann man sagen: Der Riesenschlechter und Schädelspalter muss also sterben, damit der Beschützer der Erde und der Heer über den Äther erwachen kann und seiner wahren Bestimmung nachgehen kann. Oder wie der kleine Prinz sagt, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, nur mit dem Herzen sieht man gut. Oder auch anders ausgedrückt: Worte führen in die Irre, nur das Herz weiß den Weg. Ja, und somit ist das erste Video jetzt erstmal beendet. Und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Thor und seinen Weg. Prost. Sky. Und bis zum nächsten Mal.